habe versucht. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Hier drüben! Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Hier lang. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Ich kenne Ominous aus dem Gemeinschaftsraum. Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem. Besonders nicht... Natürlich. Ominous erwähnte seine Gut, du verstehst. Wie dem auch sei. Die Krypta war der perfekte Ort, um sie... Den Explosionszauber... Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Konzentriere dich. Ziele, damit die Krypta intakt. Confringo! Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind nützlich, aber du wirst schnell feststellen, dass... Gut gemacht! Gut so! Ich glaube, ich hab's! Gut gemacht! Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute...
Die Explosion heizt alles auf. Klar, dass die Augenbrauen leiden. Du wirst dich dran gewöhnen. Anne, Ominous und ich haben hier unten immer stundenlang geübt. Hier war unser Rückzugsort. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sag mir wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Es hat sicher mit dem zu tun, was du mir... Und ja, das ist es. Wie du sicher schon vermutet hast, steckt noch mehr dahinter. Ich höre. In dem Buch aus der verbotenen Abteilung fehlten Seiten. Das war's auch schon. Schade. Dachte nicht, dass du mich mit einer so vagen Antwort abspeist. Da sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, solltest du den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Wenn ich nach Feldcroft gehe, gebe ich Bescheid. Hallo, Sebastian. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo, Ominous. Ich wollte gerade zum Gemeinschaftsraum. Die Stimme kenne ich. Du bist neu in der fünften. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Du brauchst mir nicht zu drohen. Ich behalte deine Krypta für mich. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen.